Schleifenrunde hier bei YouTube. Ja, ich habe gedacht, bevor für meinen Kanal das 6 Wochen Seelenamt ausgerufen wird, setze ich mich doch mal hin und mache mal wieder ein kleines Video. Ich bin ja ein bisschen säumig, was das angeht in letzter Zeit. Ist leider, da muss ich mich mit entschuldigen, berufsbedingt. Es läuft, ich denke mal, bei dem einen oder anderen von euch wird es auch so sein. Aufgrund dieses ganzen Corona-Krams natürlich nicht so viel geplant und man muss im Prinzip jeden Tag neu organisieren, was dann doch wohl eine ganze Menge Energien bindet. So ist es denn leider bei mir. Aber nichtsdestotrotz, Anlass des heutigen Videos war ein Besuch bei meinem Stammhändler, den ich jetzt also schon seit Jahren heimsuche, den Kagel in Recklinghausen. Und ich habe mir gedacht, ich quatsche so oft über den Laden, die Pfeifen, die ich da gekauft habe, oder über seine Tabacke. Da wollte ich einfach mal ein paar Impressionen nicht schuldig bleiben und die sollen jetzt kommen.
da gerne ein. Der Laden, der ist mir also jetzt schon seit Jahren ans Herz gewachsen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich da als Kunde eigentlich immer gut aufgehoben gefühlt. Und natürlich war es dann so, als der Christopher Kagel damals verstorben ist, das war schon ein ganz schöner Schlag ins Kontor. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich dann heute in die Lounge gegangen bin, da hing an der Wand ein Bild von Christopher, noch mit seiner Zigarre damals. Und ich musste mich an, glaube ich, das letzte Gespräch mit ihm erinnern, wo wir zusammen in der Lounge saßen. Und uns gemeinsam darüber amüsierten, welche Raumdüfte wir denn wohl mit unseren Kräutern hinterlassen haben. Ja, nichtsdestotrotz, ich habe das Gefühl, die Familie Kagel ist dadurch auch vielleicht ein Stück weit mehr zusammengerückt und ein toller Familienbetrieb. Also wirklich alle geschäftig wie die Wühlmäuse und unendlich liebe Leute. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das, was mir so große Freude da macht, warum ich da so gerne hingehe. Ob nur das Ehepaar Kagel oder die Tochter, so liebe Leute, die trifft man jetzt auch nicht an jeder Straßenecke. Und man muss sich auch immer eines vor Augen halten. Also, ich sag mal, der Herr Kagel, der hat seinen Laden jetzt nicht gerade in irgendeinem Glamour-Viertel, sondern Recklinghausen ist natürlich als Teil des Ruhrgebiets und als, ich sag mal, Kreisstadt des, ich glaube, mit der höchsten Bevölkerungsdichte des gesamten Bundesgebiets versehenen Kreises, auch eine Ecke, die eine ganze Menge Probleme hat. Also vieles ist, wie im gesamten Ruhrgebiet, nicht gerade schön und es ist von daher umso bewundernswerter, dass sich der Herr Kagel mit der Nische, die er mit Tabak, Pfeife, Zigarren und ein paar Spirituosen da besetzt, wirklich über all die Jahre halten konnte. Das spricht natürlich gerade in so einer Ecke ganz gewaltig für ihn. Er ist immer so, er denn die Zeit hat, für einen netten Plausch zu haben und der Plausch mit ihm ist immer wieder eine wunderbare Angelegenheit. Er hat eine unheimlich freundliche, dem Ruhrpott angemessen auch kernige Art, weil sonst wird man da nicht alt. Und mit ihm zu sprechen ist eine unheimlich schöne Sache. Also ich gehe da immer unheimlich gerne wieder hin und wenn es nur für das Päckchenfilter ist. Ja, ich bin natürlich auch heute nicht mit leeren Händen wieder gekommen. Und zwar habe ich natürlich wieder eine Hausmischung von Kagel mitgenommen. Und zwar ist es der Flake Nummer 2. Den werden viele kennen. Der ist jetzt nicht die größte aller Innovationen, denn es handelt sich bei diesem Flake um das berühmte Streifenhörnchen. Viele Händler haben ihn im Repertoire, aber wenn beim Streifenhörnchen für mich Kagel draufstehen kann, dann kaufe ich ihn natürlich da. Rauchen übrigens gerade eine unheimlich schöne, würzige Angelegenheit. Ja, dann die Firma Ashton. Ich habe sie immer wieder gesehen. Seit Jahren gucken sie mich mal immer wieder an. Heute habe ich mir einen Schritt gewagt. Ein reiner Virginia, der Gold Rush. Wird beschrieben hier eine Mischung aus Red, Golden und Orange Virginias von drei Kontinenten, Loose Cuts von 1,8 mm Schnittbreite und einem kleinen Anteil Virginia Cube Cuts. Ich lasse mich überraschen, wie der Ashton denn so ist. Und dann ein Tabak, der musste unbedingt wieder hierhin. Denn es ist einer, ich sag mal, der bei mir führenden English Blends. Und zwar der Robert McConnell Oriental. Ein grandioser Tabak, über den ich hier garantiert auch nochmal ein Wort verlieren werde. Also für mich, ich habe jetzt glaube ich für mich schon doch diverse English Blends durch, aber der ist eine ganz spezielle Hausnummer und wie gesagt, der geht hier auch nochmal gemeinsam mit mir vor die Kamera. Ja, was hat es sonst noch gegeben? Für mich als alten Rumfreund habe ich mich natürlich wieder lange mit Herrn Kagel beraten und geworden ist es dann dieser Bonplant. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Und zwar ganz interessant, wenn hier steht Rum Origin, Trinidad, Jamaika, Guyana, Indonesia, Barbados.
dann ist das eine interessante Verpaarung. Als Masterblender ist ja ein Herr Wallender angegeben. Ja, ich bin mal einfach gespannt, was mir das Tröpfchen so zu sagen hat. Oh, Hand Bottled in Germany steht ja auch noch. Ich freue mich mal tierisch drauf und lese hier gerade Mosel Germany. Also es gibt wohl nicht nur Moselweine. Gut, wie gesagt, das ist mein kleines Filmchen zu Kagel. Im Übrigen wollte ich noch mich einmal dafür entschuldigt haben, wenn ich mit dem Kommentieren nicht hinterhergekommen bin. Ich bin auch mit dem Gucken in letzter Zeit nicht hinterhergekommen. Aber es hat sich in den letzten Tagen doch einiges an Entspannung aufgetan, so dass ich da auf keinen Fall, liebe Freunde, nicht schuldig bleiben werde. Gebt auf euch Acht. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gesunde und besinnliche Adventszeit und ich hoffe, wir sehen und hören uns. Euer Daniel.